Noch ein spontanes Video. Ich habe bei rawliving.de eingekauft. Ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen. Ich habe mir auf jeden Fall zum ersten Mal im Leben halt so mal was richtiges so gönnt in Bezug auf Nahrungsmittel, was ich sonst eigentlich mal als Geldverschwendung angesehen habe. Aber ich wollte es auf jeden Fall unbedingt einmal ausprobiert haben und ich fange jetzt mal an. Ich habe hier zum Beispiel mir solche Grünkohl-Chips gekauft. Das sind nur 30 Gramm drin. Und ich muss sagen, die sind so extrem nährstoffreich, also die sind roh. Die sind also unter 42 oder unter 45 Grad getrocknet oder gedörrt. Sagt mal zu. Und die sind so nährstoffreich, mich hat das wirklich gesättigt, diese 30 Gramm. Das ist richtig krass. Das ist jetzt die Sorte Kakao Cinnamon. Und die hat nur 0,05 Gramm Natrium, also gar kein Natrium fast. Und es schmeckt wirklich wie eine Süßigkeit so ein bisschen. Also schmeckt eigentlich wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Kostet aber leider pro 30 Gramm 2,45 Euro. War glaube ich ein Angebot sogar noch. Und ich habe da auch noch direkt zwei andere ausprobiert, weil ich das unbedingt wissen wollte. Dann habe ich hier noch Rote Beete, denke ich mal, Beetroot, Beete Wurzel heißt ja eigentlich streng übersetzt. Und Acerola Kirsche, das ist meine Lieblingssorte geworden. Obwohl, was heißt Lieblingssorte? Das bringt mir eigentlich nicht, dass es meine Lieblingssorte ist, weil ich das nicht nochmal bestellen werde. Sodium hat hier 0,3 Gramm pro Paket, also das ganze Paket. Und das hier ist Wasabi Wheatgrass, das war jetzt bisher das in Anführungszeichen schlechteste von allen, aber trotzdem immer noch sehr lecker. Hat auch 0,3 Gramm pro die 30 Gramm, das ist aber eine doppelte Packung, also 0,68 Gramm hier drin Natrium. Dann gibt es noch so eine Cheesy Version, das ist mit Mais. Also Mais ist immer ein ganz guter Käseersatz. Die war aber ausverkauft leider, weil die so beliebt ist. Dann habe ich eine Rohkostschokolade gegessen. Das waren 35 Gramm Riegel, hat auch leider 2,50 € gekostet. Aber es war mir an dem Tag oder beziehungsweise einmalig einfach mal egal. Und wie erwartet stehe ich nicht drauf. Ich habe auch noch einen Schokoriegel mal gegessen für 1,60 € und ich habe gar keine Lust mehr auf Kakao. Das gibt mir überhaupt nichts und das ist ja auch nicht so gut, ist nicht für einen menschlichen Verzehr geeignet eigentlich, diese Bohnen. Vor allen Dingen, weil da auch das Nervengift Theobromin drin ist. Und ja, Karob schmeckt mir auf jeden Fall viel besser. Rohes Karob, was ich mir jetzt auch mal besorgt habe, habe ich aber noch nicht getestet. Nur gerochen, riecht sehr gut. Ja, also auf Schokolade, also auf rohe Schokolade besonders, da habe ich gar kein Verlangen nach. Also das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das ist. Lohnt sich also meiner Meinung nach nicht. Die Grünkohlchips, genau, die lohnen sich zum Testen mal. Jetzt will ich die selber machen, aber ich will auf jeden Fall immer so einen Vergleich haben zu Leuten, die das wirklich perfektioniert haben, weil die haben ja die Motivation dahinter, damit ja auch irgendwo Geld zu verdienen. Deswegen perfektionieren die das natürlich immer weiter und experimentieren viel, stecken viel Zeit rein. Und da will ich dann halt vergleichen, wenn ich das selber mache, wie gut es theoretisch sein kann und um den Vergleich zu haben, ob meins jetzt auch gut ist oder schlecht ist und ob meins verbesserbar ist, ob ich jetzt überhaupt Zeit dran stecken muss, um das zu verbessern, wenn ich das selber mache. Deswegen habe ich mir auch mal rohes Tahini geholt und rohen Mandelmus. Das ist beides dann einfach aus gekeimten Sesam und aus gekeimten Mandeln. Schmeckt auch so unglaublich gut, weil ich vertrage gar keine Nüsse und Samen, außer wenn die angekeimt sind. Vertrage ich wirklich ganz gut, habe ich gemerkt. Dann, und da, das will ich natürlich dann auch selber machen, ist ungefähr doppelt so günstig, wenn man das selber macht. Und da will ich dann halt auch vom Geschmack her vergleichen, wie das so ist und wie ich das halt verändern kann, verbessern kann und sowas, damit ich dann einfach den Vergleich habe. Dann habe ich mir Goji-Beeren geholt, da bin ich extrem begeistert von, schmeckt ein bisschen vanillig auch. Ich weiß auch noch nicht genau. Also ich will auf jeden Fall damit dann Rezepte machen und nicht einfach so essen. Dafür sind die auch wirklich zu teuer. Aber Goji-Beeren, die werden ja immer sehr stark von Superfood-Leuten empfohlen. Für mich war es immer halt Geldmacherei. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, was das jetzt genau
ist, obwohl ich mittlerweile eher Qualität über Quantität stelle. Und auf jeden Fall hat mir der Geschmack auf jeden Fall extrem gefallen. Und ich habe mich auch eigentlich wirklich nach Essen der Grünkohlchips und den Goji-Bären extrem gut gefühlt, obwohl ich auch die Schüssel Schokolade gegessen habe. Dann habe ich noch rohe Oliven bestellt, die meisten sind sonst, glaube ich, pasteurisiert, auf jeden Fall kurz erhitzt. Sind natürlich auch dann, obwohl die sind nicht teurer als in etlichen Läden auch, aber wenn man die günstigsten nicht rohen sucht, dann sind die rohen doch doppelt so teuer. Das ist jetzt mein momentaner Kenntnisstand, aber schmeckt auch wirklich viel besser, wenn die komplett unverarbeitet sind, nicht in Öl und nicht in Salzlake eingelegt, aber auch überhaupt nicht mit Salz verarbeitet, einfach nur sonnengetrocknet. Beziehungsweise gar nicht getrocknet, in dem Fall waren die. Werde ich aber auch in Rezepten nur verwenden, statt Öl, weil ich von Auszugsprodukten nicht so viel halte, außer von Säften. Okay, pauschalisieren kann ich das gar nicht mit den Auszugsprodukten, aber Öl speziell ist es so, dass halt die schützende Schale fehlt und das Öl damit frei liegt und einfach nicht mehr geschützt ist und durch Licht oxidiert und es oxidiert immer. Das kann man gar nicht richtig verhindern, auch wenn die Flasche verdunkelt ist. Das kann man nicht richtig verhindern und wenn Öl oxidiert, dann ist es giftig. Das merke ich bei mir auf jeden Fall. Ich vertrage es nicht, Öle. Genau wie nicht gekeimte Samen und Nüsse, die meiner Meinung nach auch nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Vögel sind die einzigen Lebewesen, die darauf angepasst sind oder sich darauf angepasst haben, Nüsse und Samen zu verwerten. Ich glaube, die werden irgendwie in irgendeinem Bereich im Kopf gelagert, wo die dann keimen in der Flüssigkeit und dann werden die erst verdaut. Also die keimen die sozusagen auch vor. Und das können wir ja mittels Handwerk über Umwegen, das wir nicht mit unserer Physiologie machen, sondern mit der Intelligenz kann man das dann halt auch machen. Ja. Ich bin mir gerade aber nicht sicher bei den Vögeln. Ich habe das mal gehört. Ich meine aber schon. Habe ich sonst noch irgendwas geholt? Ja, ich habe mir Agavendicksaft geholt. Das ist dann halt auch ein Auszugsprodukt. Aber da sehe ich jetzt nicht so die Probleme mit, wenn man das in Maßen. Also ich. Allein schon getrocknete Sachen und Trockenfrüchte und Trockengemüse will ich nur selten essen. Es ist für mich halt noch roh und damit nicht zerstört und einfach zu verdauen und so weiter, aber halt schon manipuliert, sage ich mal. Genauso wie Auszugsprodukte. Auszugsprodukte kann man schon als verarbeitet betrachten und das werde ich dann halt nur selten benutzen. Genau wie das Karo-Pulver, Vanilleschoten habe ich mir geholt und Nori-Blätter, also ganz viel Luxus-Scheiß eigentlich. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal alles einmal ausprobieren. Das reicht mir dann auch. Und ja, bis jetzt habe ich eigentlich noch nichts, was ich sonst noch irgendwann wieder mal bestellen werde. Vielleicht das Karo-Pulver für Bananeneis. Und halt gewisse Schokorezepte oder sowas. Ansonsten ist mir das eigentlich. Ansonsten werde ich vielleicht ab und an mal sowas bestellen, aber ist nichts davon kommt an richtig geile Orangen zum Beispiel ran für mich. Und das ist viel günstiger und gibt mir jetzt viel mehr, sage ich mal. Aber auf jeden Fall mal interessant auch zusätzlich noch, was da alles gibt, was man alles probieren kann. Sonst kann ich noch sagen, ich werde in Zukunft auch viel versuchen mit rohen Rezepten, zum Beispiel halt Kichererbsenkeim oder Sesamkeim, für Tahin oder rohes Hummus. Ich versuche auch ohne Dörrautomaten irgendwas zu dörren und dann irgendwie so Gemüsewraps zu machen. Ja, ich habe da eigentlich ganz viele Rezepte und auch so Cocktails, natürlich ohne Alkohol. Und jetzt auch nicht die schlechtesten Fruchtkombinationen, jetzt zum Beispiel Ananas, Orange, Limette. Was war da noch drin? Ananas, Orange, Limette und Minze und je nach Bedarf Wasser und Agavendicksaft. Und ja, genau, solche Sachen habe ich vor zu machen. Ich hoffe, dass ich das dann auch irgendwie filmen kann mal, dass nicht die Küche besetzt ist die ganze Zeit und ich will das Video nicht unnötig. Was? 10 Minuten? Okay, tschüss. Bis dann.